Leute, ihr kennt es. Ihr macht eine Diät, ihr wollt abnehmen oder sonst was und ja, ihr denkt, ihr habt einen krassen Lauf und dann kommen auf einmal diese ganzen geilen Events, Geburtstage etc. Ja, und bei mir ist genau das eingetroffen. Ich bin heute beim Burgeramt. Das Burgeramt feiert heute Geburtstag. Einer der, ich will nicht sagen, doch der krasseste Burgerladen Berlins. Und was mache ich jetzt? Ich stehe jetzt im Zwiespalt, ne? Aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe vorgesorgt, ich habe hier einen Shake. Und den werde ich mir jetzt reinknallen, bevor ich dahin gehe, um sozusagen ein Sättigungsgefühl zu erreichen und die Hoffnung zu haben, dass ich nicht schwach werde. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg, ich bin gleich da und ich bin gespannt, ob mein Shake so lange durchhält, dass ich keine Versuchung oder Hunger bekomme, doch einen Burger zu essen. Aber wenn ich mir wieder Julian vorstelle, ich glaube, der würde so Sachen sagen wie Put that burger down! Deswegen will ich mir da vor allem vor ihm nicht die Blöße geben, da zu versagen. Ja. Ich bin gespannt. Abo. Guten Abo, ja. Ist das Folter oder ist das Folter? Zeig mal den Burger. Nee. Bist du ein YouTuber? Nee. Ich möchte weinen. Abo. Das ist ja YouTube-Frage. Guten Abo, ja. Aber ich bleibe standhaft. So. Salo und Vanessa. Jetzt geht es heute auf, ne? Das ist richtig. Wir machen einen Breakdance. Wirklich? Ja. Ich mache aerobische Tanz. Darf ich mitmachen? Klar, gern. Das ist voll geil. Auf jeden Fall. Nein, die beiden treten heute auf, sind Freunde von mir, mit denen ich auch zusammen musizieren werde. Sag ja. Ja, für die Kamera. Und ich glaube, davon wird es nachher noch ein paar Impressionen geben. Deswegen bleibt dran. Meine Welt ist so glücklich. Ja, komm mit mir und ich zeig dir die Aussicht. Und man sieht schon dabei, dass du alles hinter mir und fühle mich frei. Und ich laufe immer weiter, bis ich wieder. Und ich laufe immer weiter, bis ich okay, es ist mittlerweile Donnerstag, 0.30 Uhr. Wir sind aus dem Burgeramt zurück, war saugenial. Also, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, Rika, Vanessa und Salo, die haben einfach den Laden komplett abgerissen. Ja, jetzt nochmal schön pumpen. Das macht cool heute. Mal gucken, vielleicht filme ich noch ein bisschen was. Und dann geht's endlich ins Bett. Yay! Yeah. Aufwärmcheck, 5 Minuten warm gelaufen und wie gesagt, heute ist Pull dran, wir machen weiten Latzug, Rudern, Teba Rudern, was machen wir noch, Kurzhantel Rudern, Curls, ja, und dann bin ich auch durch. Ganz wichtig, trinken nicht vergessen. Da ist kein Nestie drin. Wir haben da jetzt BCAAs drin. Auf jeden Fall top fürs Training. Danach, zwischendurch. Ich trinke eigentlich nur noch BCAAs. Yay! Oh, ich glaube, man sieht es mir an. Ich tropfe aus allen Poren. Mein Workout ist jetzt fertig. Knapp eine Stunde haben wir gebraucht, um heiß es ist. Ja, gut, 1.46 Uhr, also ein bisschen mehr als eine Stunde, aber ist vollkommen im Rahmen. Ja. Der Tag war echt krass, interessante Leute getroffen, wieder getroffen, also das Witzige ist auch, dass man wirklich mittlerweile nur noch aus dem Gewicht reduziert wird. Also ich habe Silla wieder getroffen, Raff getroffen, Abbas wieder getroffen, alles Leute, die ich eine ganze Weile nicht gesehen habe und die waren echt geflasht, so. Die kamen wirklich krass, dicker, wo ist die andere Hälfte von denen, wie hast du das gemacht? Und die wussten ja, dass ich diesen Fitnessfilm fahre, aber haben nicht damit gerechnet, dass ich wirklich durchziehe, aber gut, da geht noch einiges, ne? Ja, meine Haare stehen schon wieder wie Frankenstein. Ich muss immer wieder zum Friseur. Soll ich zum Friseur gehen? Schreibt es mal in die Kommentare, soll ich zum Friseur gehen? Okay, also ich glaube, ihr habt mitgekriegt, dass in letzter Zeit doch eine Menge los ist bei mir. In Sachen Arbeit, Körper etc. Aber das ist halt einfach zurzeit meine Priorität, einfach mal was für mich zu tun. Aber mit der Mucke kommt auf jeden Fall wieder. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, was soll ich an Mucke machen? Ja, was soll da kommen? Ich bin gespannt, mit Vanessa, Ika und Salo wird auf jeden Fall eine ganze Menge kommen. Okay Leute, also schreibt mir einen Kommentar, lasst mir einen Daumen da,
abonniert meinen Channel und schaut mal in der Videobeschreibung, da habe ich ein paar Links zu das 10-Wochen-Programm. Das ist das Programm, womit ich, sage ich mal, mein Körpergewicht extrem reduziert habe. Falls ihr auch, sage ich mal, den Fitnessfilm fahren wollt oder ja, abspecken wollt, die perfekte Lösung. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.